meiner Welt liegt Schnee, kein Mensch ist mehr zu sehen. Obwohl ich weiß, dass überall noch Leichen liegen sollen. So, ach, ich mach nochmal hier die Tür hinzu. So. Frisch, ne? Bisschen frisch. Gestern Nacht war es sehr kalt, ne? Sehr kalt. Und ich bin in den Endzügen der Erkältung. Das heißt, ich habe sie fast besiegt. So. Moin, Montag, ne? Moin. So, ne? Es ist mir immer ein bisschen unangenehm, wenn ich mit irgendjemandem rede und den erstmal voll labere und er sagt dann nach so 2 Minuten Guten Morgen erstmal. Ne? So, ich mal denke, ja, für mich ist der Morgen eigentlich erstmal nicht gut und zweitens hat er schon lange begonnen. Ne? Also man, für lange, ich bin ja, schlafe echt schlecht. Ganz schlecht. Aber ist auch nicht so schlimm. Das gehört dazu. Ne? Das gehört dazu. So, Montag, ja genau, ich habe es geschrieben, Veränderung. Ne? Veränderung. Ne? Das ist ja auch was. Wovor sich fast alle Menschen fürchten, ne? Veränderungen. Ne? Immer wenn sich was ändert, ist das erstmal furchtbar und schlecht. Ne? Also ist da auch niemand, der so eine Veränderung herbeisehen. Manchmal ist es natürlich schon wichtig, so eine Veränderung herbeizusehen, aber es ist halt, Veränderungen sind schwierig. Ne? Echt schwierig. Ne? Echt schwierig. Also mir stehen jetzt gerade sehr, sehr viele Veränderungen an. Es fällt mir mal schwer, mich damit anzufreunden. Aber, und das finde ich total krass, jedes Mal, wenn ich so eine Veränderung durchmache oder durchmachen muss, dann tut mir das total gut. Dann gibt mir das total viel Energie. Und das finde ich echt krass, muss ich sagen. So. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ne? Es ist halt immer also dieser berühmt-berüchtigte Sprung ins kalte Wasser, ne? Was ja totaler Schwachsinn ist. Es ist ja niemals kaltes Wasser. Es ist ja alles gut. Ist überhaupt nicht schlimm. So, ne? Aber es ist was Unbekanntes und man muss seine Komfortzone verlassen. Ne? Und diese Veränderungen, die sind gut. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man das trainiert, wenn man das übt. Also man muss jetzt nicht jeden Tag was verändern, aber es ist halt gut, wenn man sich diesen Veränderungen jeden Tag stellt oder wenn man jeden Tag versucht, aus diesen Veränderungen auszubrechen. Und das ist bei einer Depression ist das natürlich so ein Mittelding. Auf der einen Seite brauchen wir depressiven Rituale, an die wir uns klammern können, die Normalität zu bewältigen. Dafür sind die Rituale halt wichtig. Und genauso müssen wir halt auch üben, wie alle anderen Menschen auch, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, Veränderungen zu akzeptieren und sie umzusetzen. Das ist schwierig und nicht so einfach. Doppelt, ne? Schwierig und nicht so einfach. Ich meine, das ist echt schwierig und nicht so einfach. Ne? So. Ja. Ne? Also. Ja. Also was meine großen Veränderungen anbelangt, das spreche ich noch nach Weihnachten drüber, jetzt vor Weihnachten, jetzt mache ich das nicht mehr. Das Thema ist ja auch zu groß, muss ich einfach sagen, aber es ist halt schon wichtig. So. Ich habe halt festgestellt, dass so diese Energie, die ich daraus ziehe, dass sie bei mir auch dann auch wieder mal wieder abebbt. Ne? Logischerweise, man baut ja nicht unendlich viel Energie auf. Ne? Aber auf der anderen Seite, diese Erfahrung mit etwas Neuem immer sehr, sehr wohltun. Ne? Sehr, sehr wohltun. Ne? So. Deswegen habe ich auch, ich habe es ja schon mal gesagt, was total cool ist, wenn man anfängt, wenn man Rechtshänder ist, wenn man anfängt, erstmal alle Sachen mit links zu machen. Ne? So. Und das ist total cool, weil es unglaublich viel Spaß macht, weil es geht auch unglaublich viel daneben, natürlich. Ne? Aber es ist echt cool. Macht total viel Spaß. Und das ist so die einfachste Art und Weise, um Veränderungen herbeizuführen. Und was dann natürlich auch sehr, sehr cool ist, man lernt halt auch, die linke Hand besser zu benutzen. Ne? Für Linkshänder genau das Gleiche, andersrum. Wobei die Linkshänder oft besser mit der rechten Hand sind, als die Rechtshänder mit der linken. So, ne? Das ist auch so eine Sache. Kann ich
ich sehr, sehr empfehlen. Ja, und sonst muss ich ehrlich sagen, es ist halt Montag, es ist klar, es ist Montag, sonst würde ich das Video nicht machen, aber ich bin auch, habe noch sehr, sehr viel zu tun heute und Veränderungen. Aber geduldet euch bis nach Weihnachten, vielleicht auch bis nächstes Jahr, nein, bis nach Weihnachten. Oder? Das muss ich mal überlegen. Bis nach Weihnachten und dann sprechen wir mal drüber. Auf jeden Fall. Ja. Es kann auch sein, fällt mir gerade ein, dass es am 27., das müsste der Mittwoch nach Weihnachten sein, ich glaube, das ist so, dass es da gar kein Video gibt. Ne? Vielleicht, ich weiß es noch nicht genau, aber vielleicht auch doch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden mal schauen. So. Weil ich da eigentlich Urlaub machen wollte. Urlaub. Meine 2 Tage Urlaub im Jahr. Ja. Gut. Genießt den Montag. Ist wäre heute, ne? Aber ist mal was anderes. So ist es. Wir sehen uns Mittwoch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Mittwoch. Bis dann.